Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei NHL 15, ja, und dem Beer Pro Modus. Ja, das letzte Spiel haben wir endlich auf die Nuss bekommen und heute geht's allerdings gegen Toronto, ein schönes kanadisches Duell hier. Und ich hoffe, dass es dieses Mal besser läuft, dass wir uns besser in Szene setzen können, dass wir vor allem auch wieder mal gewinnen. Wäre ja auch mal ganz schön und ganz wünschenswert und ja. Ich würde sagen, wir starten doch gleich mal ins Geschehen hier. Ja, gespielt wird natürlich zu Hause. Endlich mal wieder. Ich habe das Gefühl irgendwie, dass wir überhaupt nicht mehr zu Hause spielen. Keine Ahnung, ist vielleicht auch nur so ein Gefühl. Ich weiß es nicht. Und irgendwie, ich weiß es nicht. Es ist ein bisschen zwiegespalten. Ich fühle mich immer ein bisschen wohler zu Hause, aber irgendwie ist es auch schwieriger. Ich habe mehr Druck, aber... Ja, das ist schwer zu erklären, Freunde. Schöner Schuss hier übrigens. Jawohl, was? Der war nicht drin. Oh, bittere Pille hier. Oh Mann, schöner Pass auf uns. Clarkson, Fenneth. Und der Pass auf uns. Und wir düsen jetzt über links lang. Und werden mal wieder ordentlich weggecheckt hier. Jetzt die Möglichkeit. Franzen. Meine Güte, das darf doch wohl nicht wahr sein. Zack. Pass auf Markov. Nächster Sturm hier. Burke. Oh, Junge. Was machst du? Lupi. Und der Schuss. Oh, ganz knapp am Tor vorbei. Cabell. Abgefangen, jetzt vielleicht der schnelle Angriff, der müsste eigentlich kommen, kommt aber nicht. Und da werden wir wieder weggecheckt, Ah, Junge. Ich hatte leider noch keine Gelegenheit, die Werte in Disziplin zu verbessern, von daher kann ich leider noch nicht sagen, ob das stimmt. Schöner Safe hier. Oh, was für ein Fehler hier von mir. Was für ein Fehler von mir, da kann ich dem Torwart absolut keine Schuld geben. Naja, vielleicht insofern, dass er den Puck absolut behindert geworfen hat. Aber ich hätte den Puck einfach nicht anfordern dürfen. Das war ganz klar mein Fehler. Na gut. Wieder eine Lektion gelernt, wir sind wieder schlauer. Das darf doch wohl nicht wahr sein, Freunde. Toronto geht in Führung und der nächste Schuss geht fast wieder rein. Heilige Shittibum. Meine Güte, der Pfosten rettet uns hier vorne im 2:0 Rückstand. Das war verdammt knapp. Das war wirklich, wirklich verdammt knapp. Meine Güte. So. Nächster Buddy, wir sind wieder auf dem Eis, wir sind wieder einigermaßen erholt. Zack. Oh, komm, Dicker, lass uns durch hier. Oh, verliert den Puck. Können wir noch mit Schläger? Nein, können wir nicht. Na, aber wir stören gut, würde ich sagen. Gilbert. Pass auf, Gallagher, komm schon, Junge. Ja. Und da haben wir wieder die Arschkarte gehabt. Haben es nicht mehr geschafft, ne? Und wir müssen wieder vom Eis. Wir müssen uns wieder erholen hier. Pacioretty, Parento, die erste Reihe auf dem Eis. Was macht sie? Ja. Bringt die Scheibe ins Angriffsdrittel. Allerdings war keiner da. Oh, warum bin ich denn so müde, Freunde? Meine Güte, was ist hier los? Komm, Möglichkeit hier. Eieiei, Franzen. Fanef, Kadri, der Torschütze hier zum 1:0. War aber auch, wie gesagt, war eine Einladung von uns, ganz klar. Kann man nicht anders sagen. Die Einladung hat er natürlich auch dankend angenommen. Plekanec vielleicht erst mit der Möglichkeit nochmal einen Schuss auf Bernier. Aber der hat mit dem Ding keinerlei Probleme. So, Freunde, das war's mit dem ersten Drittel. Das war's mit dem ersten Drittel hier. Und wir schießen direkt ins zweite. So, Lupiel. Schöner Check. Möglichkeit Gallagher.
Möglichkeit, komm! Nächste Möglichkeit wieder. Schöner Schuss von uns. Nochmal ein schöner Check nachträglich. Uiuiuiui, das sah schon als das aus. Schön gegen die Bande getackelt. Oh, 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 Powerplay, jawohl. Gibt 2 Minuten hier für Toronto, für Clarkson. Das heißt natürlich für uns wieder 2 Minuten Pause. Wahrscheinlich, meine Vermutung, genau, Torhüterbehinderung. Ja, und ich finde es immer noch verdammt ärgerlich, dass ich hier mit 74 Scorer-Punkten immer noch nicht vorgesehen bin für die Powerplay-Reihe. Ärgerlich. Oh, die Möglichkeit, gar nicht mehr. Markov-Schuss an den eigenen Spieler. Pacioretty kriegt die Scheibe ab, jetzt passt sie in den Slot. Schade, Puck kam nicht an. Nächste Möglichkeit, jetzt geht's wieder ins Angriffsviertel. Pacioretty mit dem Schuss. Ja, aber Robidas. Robidas holt sich die Scheibe, spielt sie raus. Das Ganze währt aber nicht lange. So, vielleicht jetzt nochmal die Möglichkeit für uns reinzukommen. Wer weiß. Hier sehen wir nochmal die Möglichkeit hier von Pacioretty. Schöner Rückhandpass. Aber Bernier steht da genau richtig. Nein, wir sind weiterhin nicht vorgesehen. Pacioretty mit einem schönen Dick. Parenteau gibt ab, Markov leicht am Tor vorbei. Ganz knapp war das, Freunde, ganz knapp. Galchenyuk, nächste Möglichkeit, Markov again. Oh Mann. Ja, aber Powerplay ist vorbei, ungenutzt geblieben. Toronto, vollzählig. Und jetzt möchte ich langsam aber sicher nochmal wieder aufs Eis, Freunde. Jawohl, da sind wir. Da kommen wir aufs Eis. Holen uns hier auch gleich die Scheibe. Ah, der Pass, der war schlecht. Der war einfach nur schlecht. Das kann man nicht anders sagen. Unsere Leistung ist momentan wirklich zum Mäusemelken. Die ist absolut bescheiden. Ja, ach Mann, ey. Wieso bremst der denn nicht? Ah, das könnte funktionieren. Ach, nee. Fandef holt sich die Scheibe hier. Ah, und Fandef holt sie sich zurück. Und jetzt gibt es 2 Minuten für uns. Jetzt gibt es 2 Minuten hier fürs Haken für uns. Ungünstig, Freunde. Ungünstig. Der Zeitpunkt ist absolut ungünstig. Aber gut. Nächste Möglichkeit, wieder bin ich hier mit dem Save. Gibt ab auf Gardiner. Clarkson. Der dürfte jetzt gut ausgeruht sein. War ja bis vor kurzem noch auf der Bank. Wohlgemerkt, auf der Strafbank. Riley. Ja, wir haben den Puck gestoppt. Jetzt vielleicht die Möglichkeit. Und der mögliche Pass hier. Schade. Eieieiei, das darf doch wohl nicht da sein. Der Puck muss doch endlich mal rein. Schöner Pass. Check mal nicht. Jetzt der Pass so. Oh, warum fühlt er das sich nicht angesprochen? Was soll denn das? Wir müssten eigentlich schon wieder auf die Bank. Warten jetzt aber diesen Angriff noch ab. Ja, checken ihn und fallen selber um. So mag ich es, Leute. So mag ich es. Jawohl, nein! Verdammt und zugedreht. Meine Güte. Ausgerechnet steht da noch ein Spieler. Der wäre richtig schön über den Torhüter ins Tor gegangen. Aber nein. Es sollte nicht sein. So, 7:9 Schüsse. 6:6. Zeit in der Offensive momentan noch für Toronto. Aber wir bessern uns, Freunde. Wir bessern uns, klar gesteigert hier vom ersten zum zweiten Drittel hin. Kann man nicht anders sagen. Oh, Möglichkeit jetzt. Ich glaube, ich war mit dem Schläger dazwischen. Ich weiß das nicht genau.
Ich hole mir die Scheibe. Nein, hole ich nicht, verdammt. Ich dachte, ich hätte sie. Oh, Leute, das darf doch wohl nicht sein. Von der Clarkson. Spielen hier an der Bande lang. Ah! Ich bin echt sowas von raus, Freunde. Ich habe so lange nicht mehr gespielt. Das geht gar nicht. Von der Möglichkeit, wir sind dazwischen. Nächste Möglichkeit wieder. Na, wo ist die Scheibe? Ja, wir sollten jetzt auf volle Offensive stellen. Hier hilft sonst nichts mehr. Einfach nur noch stur, geradeaus. Mit dem Kopf durch die Wand, das ist das Einzige, was hier kämpfen könnte. Ah, unnötiger Puckverlust im Angriffsdrittel. Kadri, schöner Check hier von Gilbert, schöner Pass auf. Wer ist es? Parenteau müsste es gewesen sein, Nummer 15. Blickerneck, Parenteau und der steht ungünstig, was los? Steht mit dem Rücken zum Puck, sieht ihn nicht, kann deswegen nicht schnell genug reagieren. Und dann war es das auch schon. Emmeline, schön den Puck gekämpft, erkämpft. Pacioretty, Pass auf Emmeline, jetzt muss es nach vorne gehen, jetzt muss es nach vorne gehen. Jack Kadri hat den Puck. Van Rimsdijk, auch ein gefährlicher Mann. Kessel, Polak und da ist das Ding drin. Schön gemacht hier von Toronto, der Schuss von der Blauen, während ein Spieler, ein anderer Spieler. Hier, Price die Sicht verdeckt, Roman Polak, Kessel und Van Rimsdijk hier mit der Vorbereitung. Obwohl, ja irgendwie, weiß ich nicht, so wirklich davor gestanden hat er eigentlich nicht. Also eigentlich hat er klare Sicht gehabt. Warum ist das Ding drin gewesen? Ja, Freunde, es funktioniert momentan einfach noch gar nichts. Ungünstiger Zeitpunkt. Ich hätte nicht so eine lange Pause machen dürfen, ganz klar. Aber es ließ sich leider nicht vermeiden. So, 5 Minuten noch jetzt, um den 2:0 zu drehen. Kein Problem, Freunde. Lupul. Oh, schön abgefangen, den Puck. Oh, Junge, ey, du bist ein... Mann, ey. Ja, jetzt stehen mir die eigenen Spieler wieder im Weg. Super, vielen Dank. Und jetzt gibt es nochmal eine Strafe hier. 2:47 vor Schluss. Das heißt, ja, für uns war es das mehr oder weniger. Für uns war es das heute. Habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Jonathan Bernier, der Torhüter, der macht heute alles richtig. Steht jedes Mal im rechten Fleck. Hier war gerade der Schuss von uns. Pacioretty hier mit der Möglichkeit und. Er hält einfach alles. Oh, ich bin auf dem Eis während des Powerplays. Ich bin erstaunt. Oh, was für ein schönes Ding. Schönes Ding hier. Aber auch der geht leider wieder nicht rein. Ich hab doch schon längst passen gedrückt, verdammt, und zugedreht. Mann. Ja, man kann machen, was man will. Das bringt einfach alles nichts. So, Powerplay vorbei. Leeres Tor jetzt. Und da steht der eigene Spieler im Weg. Ich fasse es nicht. Du dämlicher Penner, du. Mann. Jawohl.
Habt ihr gut gemacht, komm. Ja, komm her! Von Nerf 4. Der nervt mich sowieso schon die ganze Zeit. Na komm, gib's ihm. Wir haben natürlich absolut keine Prügelwerte. Trotzdem versuchen wir hier unser Bestes. Komm schon, und da! Gewinnen wir wenigstens! Wenigstens eine Sache, die heute klappt. Meine Güte! Gehört sich natürlich eigentlich nicht hier nach dem Pfiff zu pfeifen, aber ganz ehrlich, scheiß drauf. Ich bin echt ein bisschen angesabbert. Ja, 26 Sekunden sind noch zu spielen. Ich denke, das Ding hat sich erledigt. Die kriegen den Puck einfach nicht am Goalie vorbei. Es ist unglaublich. Da wieder. Nächste Möglichkeit vielleicht jetzt nochmal. Nein. Gerade nach Kessel. Und jetzt wahrscheinlich noch das Empty Net Goal. Jawohl. Schön gemacht. Den Deke noch von Kessel an der Verteidigung vorbei. Und dann freie Bahn aufs Tor. Richtig gut gemacht. Phil Kessel. Und jetzt sehen wir es nochmal. Schöner Deke. Zack. Und drin ist das Ding. Ja, Freunde, das war's. 13-0 verloren. Kadri, Kessel und Gagner. 15 Paraden. Einfach nur top. Ich verabschiede mich und sage, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Nation Zero.